Einen wunderschönen guten Abend zu ungewöhnlicher Zeit. Etwas früher, als wir es sonst gewohnt sind, sind wir wieder im Evangelischen Gemeindehaus hier in Leeste zu unserer Sendung Weiher Gespräche über Gott und die Welt, Brot und Rosen. Wir sind mitten in den Sommerferien, wir haben ein ziemlich heißes Klima. Die meisten werden vielleicht jetzt nicht direkt live zuschauen, aber das macht ja nichts. Dank der Technik können Sie ja auch heute Abend zu späterer Stunde sich noch in aller Ruhe diese Sendung angucken. Ist die Freiheit noch zu retten? Haben wir vorhin in einem spontanen Brainstorming diese Sendung genannt. Wie kommen wir auf Freiheit? Nun, unser heutiger Gast kommt von den Freien Demokraten und hat als liberaler Landtagspolitiker für Niedersachsen natürlich auch einen Blick auf das, was wir als freie Bürger haben, was uns bewegt, was uns vielleicht Sorgen, was uns Nöte macht und wie eben dann auch die Position der Freien Demokraten dazu ist. Politik spielt in den nächsten Wochen sicherlich eine große Rolle in unserem Land, denn wir bewegen uns Stück für Stück auf die Landtagswahl zu. Und auch wir wollen an verschiedenen Punkten da einhaken und das eine oder andere hier miteinander besprechen, sodass Sie als Zuschauer dann vielleicht nochmal ein paar neue Aspekte mitnehmen können und vielleicht auch in Ihrer Entscheidung, wofür Sie wählen, wofür Sie stimmen möchten, eine kleine Hilfe an die Hand bekommen. Ja, unsere Sendung hatte jetzt eine kleine Pause. Wir hoffen, dass, obwohl Sommerferien ist, es trotzdem eine gute und schöne Abwechslung ist, sich noch einmal über verschiedene Dinge Gedanken zu machen. Und so wünsche ich Ihnen einen guten Abend und gleich werde ich unseren Gast noch mal ausführlich begrüßen und wir hören eine kleine Zwischenmusik und dann geht's rein ins Gespräch.
Stefan Bergner, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns reinzugucken in unser Gemeindehaus und diese Sendung mit uns gemeinsam zu gestalten. Sie sind Fraktionsvorsitzender der FDP im Niedersächsischen Landtag und ich habe in der Anmoderation gesagt, wir bewegen uns auf die Landtagswahl zu. Sind Sie denn schon im Wahlkampfmodus oder sind Sie noch in den Sommerferien? Nein, ich bin total im Wahlkampfmodus. Ich bin ja auch Spitzenkandidat der FDP in Niedersachsen für die Landtagswahl. Und da gibt es natürlich schon ja, Monate vorher schon Dinge zu organisieren, zu klären und vorzubereiten. Und ich bin im Prinzip jetzt persönlich auch schon die letzten, ich würde sagen, 6 Wochen eigentlich ziemlich intensiv im Land unterwegs, um viele Gespräche zu führen, vor Ort bei den Parteifreunden und Parteifreunden zu sein, mit Journalisten zu sprechen und so ist das. Eigentlich ein immer sehr gut ausgefüllter Tag und das wird bis zur Landtagswahl auch so bleiben. Genau, können Sie sich trotzdem zwischendrin noch mal Zeit nehmen, ein bisschen zu entspannen, oder bedeutet Wahlkampf tatsächlich 12, 14 Stunden durchmachen? Wie muss sich das so der Mensch, der jetzt nicht im Wahlkampf ist, das vorstellen? Also bedeutet schon im Moment morgens, ich sag mal, spätestens um 8 aus dem Haus und abends kommt man eben, keine Ahnung, gegen 8, manchmal auch später zurück. Es gibt zwischendurch natürlich auch mal, oder ich glaube, wir müssen es sicherstellen, oder ich muss für mich sicherstellen, auch mal einen Tag, wo man einfach dann wieder durchatmen kann, weil ich kann das nur für mich sagen, auf Dauer, das über mehrere Wochen sozusagen in dem Rhythmus ist nicht leistbar und dann ist man auch nicht mehr konzentriert und sagt komische Dinge und macht komische Genau, Dinge. die einem hinterher leid tun, Genau, wo und man man sagt, weiß nicht, okay, wie hätte es nicht dazu passieren gekommen müssen, ne? ist. Ja, Genau. genau. Genau, aber das ist sicherlich eine wichtige Sache, die jeder, der in so einem Amt ist und in so einer Funktion ist, natürlich bedenken muss. So ein Wahlkampf kann einen ja auch mitziehen. Man muss. Ja, im Guten und im Schlechten. Ne? Also es kann natürlich sozusagen, und das macht auch Spaß. Ne? Also es ist jetzt nicht nur eine Last irgendwie, Ja. weil es viel zu tun ist, sondern es ist wirklich auch spannend, interessant, natürlich auch mit vielen Unsicherheiten und Ungewissheiten, wie entwickeln sich Dinge gerade in den heutigen Zeiten, wo man nicht so richtig weiß, wie eigentlich die politische Stimmung ist und so. Das hat so seine Vor- und seine Nachteile. Aber ich empfinde, dass wenn es denn gelingt, sozusagen, ich sag mal, die Schlagzahl und das Tempo auch zu halten und die Kraft entsprechend einzuteilen, macht Wahlkampf auch Spaß, weil man auch eben auf eine politische Entscheidung hinarbeitet, eine Entscheidung dann auch kommt und ganz, ganz viele Menschen sich für Politik interessieren und darüber ins Gespräch kommen. Und das ist ja das, was mich als Politiker, also mich beschäftigt das den ganzen Tag und es ist auch gut oder ich empfinde es gut, wenn Menschen dann auch sich dafür interessieren, was wir denn zu sagen haben. Hat auch negative Seiten, es gibt natürlich auch Anfeindungen und sonst was, aber das gehört eben dazu. Genau. Ja, alle Parteien bemühen sich ja auch um Nachwuchs. Und alle ringen darum, dass junge Menschen sich für die Politik interessieren. Einer unserer Techniker ist auch ein junger Mensch. Wenn Sie jetzt ihm sagen würden, wie hat das bei Ihnen damals angefangen mit Ihrer politischen, sag ich mal, mit Ihrem politischen Interesse, dann mit Ihrem politischen Engagement und dann auch, wie sind Sie gerade auf die FDP gekommen? Wenn Sie da nochmal in Ihre Wurzeln ein bisschen gucken und vielleicht der eine oder andere, da findet das spannend, wie man dazu gekommen ist. Sehr, sehr gerne will ich das machen. Also ich habe mich schon früh in der Schule für Politik interessiert. Also intensiv so Zeitung gelesen, das fand ich immer spannend, schon als junger Schüler. Und habe dann auch angefangen in der Schule, das war dann so in der 11. Klasse, glaube ich, in der Schülervertretung mitzuarbeiten und war dann, ich bin in Berenbostel, das gehört zur Stadt Garbsen, also zur Schule gegangen und bin dann dort im heutigen Geschwister-Scholl-Gymnasium Schülersprecher geworden und habe mich dann sozusagen in diesem sag mal, Interessenausgleich zwischen Schülern und Schulleitung und Interessenvertretung wiedergefunden. Und das war mir irgendwie wichtig, weil ich eben gedacht habe, wir haben halt was dazu zu sagen und ich möchte mich gerne einbringen. Und das hat mir eigentlich auch Freude gemacht. Und mit Blick aufs Abitur habe ich dann gedacht, okay, das Schülervertretung reicht jetzt, will mich aufs Abitur vorbereiten. Aber es war klar, das ist so mit der Zeit gewachsen, dieses politische Interesse. Das war dann auch mit
ne, Leistungskurs war Gemeinschaftskunde, und ich hatte einen sozialdemokratischen Lehrer, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der es auch immer gefördert hat, dieses politische Interesse. Und so ist das dann gewachsen, und da war irgendwie klar, ich will mich auch darüber hinaus politisch engagieren. Dann habe ich mir die Wahlprogramme oder die Parteiprogramme, ist glaube ich richtiger, angeschaut, und auch die Jugendorganisationen der Parteien angeschaut, also Grüne, SPD, FDP und CDU. Und da war von der Haltung und von den Programmen habe ich mich einfach bei den Liberalen am ehesten wiedergefunden. So diese Eigenverantwortung, dass niemand anderes kommt und über mich sozusagen den Anspruch hat, einfach zu sagen, was gut ist und was falsch ist, sondern dass schon der Anspruch ist, ne, da muss man schon selber drüber nachdenken und Lösungen finden, und erst wenn wir es nicht hinkriegen, müssen es vielleicht andere machen. Also diesen Subsidiaritätsgedanken fand ich gut, und so. Und dann bin ich dann mal zu den jungen Liberalen hingegangen, und dann war nicht nur das Programm gut, dann waren die auch noch nett. Ah, guck an. Genau, Überraschung. Und, und so bin ich da dann hingekommen, erst bei den jungen Liberalen aktiv gewesen. Und dann war der Schritt zu einer Mitgliedschaft und Engagement bei der FDP nicht mehr groß. Ist dann nochmal was anderes, weil das andere Altersgruppen sind, ne, und andere Menschen. Aber ich bin da sehr freundlich und offen aufgenommen worden, sodass das eine gute Erfahrung war. Und so bin ich da dann immer weiter reingewachsen. Und ein Stück weit für das wirklich dann auch dauerhafte Engagement waren natürlich die Jugendorganisationen der Katalysator. Denn da habe ich wirklich Freunde getroffen, mit denen ich heute noch befreundet bin nach 30 Jahren. Also wirklich so, ja, viele, viele Beziehungen geknüpft, und das macht Spaß. So ungefähr war Ja, und nun kann man sich das ganz gut vorstellen, wie Sie dazu das. gekommen sind. Ja, wir haben ja ein grundsätzliches gesellschaftliches Grundsystem. Es gibt Parteien, die setzen mehr auf die Selbstständigkeit des Menschen, die Eigenverantwortung. Man könnte jetzt ganz flach sagen, möglichst wenig Staat, dafür viel Eigeninitiative. Da würde ja Ihre Partei auch in dieses Spektrum gehören. Andere Parteien sagen, der Staat muss möglichst viel regeln, weil die Bürger das sonst alleine nicht hinkriegen. Da muss eben der Staat sehr viel auch Fürsorge für die Bürger leisten, was dann aber eben auch mit Verordnungen, Gesetzen, Verboten zusammenhängt. Und in diesem Spiel befinden wir uns ja, nicht? Was würden Sie sagen, was ist das Entscheidende an einer freiheitlichen oder liberalen Politik im Unterschied zu anderen, die jetzt doch mehr vom Staat erwarten? Wo würden Sie da den entscheidenden Unterschied sehen? Im Zutrauen, also dass wir den Menschen von unserer Grundhaltung etwas und erstmal viel zutrauen, dass wir ein, ich sag mal, ein optimistisches Menschenbild haben, bei dem wir, also wir sind überzeugt, dass die Menschen erst einmal ganz gut selbst wissen, was für sie gut ist, was richtig ist und was falsch ist. Und also sozusagen ein liberales Menschenbild haben. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und das unterscheidet uns nach meiner Wahrnehmung, das muss man dann, glaube ich, auch die Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien fragen, aber unterscheidet uns, glaube ich, sehr grundsätzlich von eher Parteien, die eher auf die Notwendigkeit, und zwar in der ersten Priorität quasi, von staatlichen Regelungen setzen. Mir ist eins immer wichtig, Liberale sind nicht für den schwachen Staat, sondern sind für einen starken Staat. Aber in den, also ich, ne, nicht, ich kann nicht für alle sprechen. Ja, Sie sprechen für sich. Genau, ich Das spreche ist für ja mich. Ja, gut. also als Landesvorsitzender wird man gern Genau. vereinnahmen für alle, aber nein. Ja, Also, naja. sondern auch für einen starken Staat, aber eben in den zentralen Feldern, die der Staat machen muss. Und ich glaube, es ist eher die Frage, wo muss der Staat eigentlich wie, also dann am Ende auch wie intensiver, wo muss er überhaupt tätig werden. Und das ist für uns natürlich die Bildung als ganz zentrale staatliche Aufgabe, und die innere Sicherheit zum Beispiel als weitere staatliche zentrale Aufgabe. Da muss der Staat stark sein, der Staat stark sein, weil natürlich die Bildung zentral ist, um Chancen zu eröffnen, um Menschen überhaupt in die Lage zu versetzen, eigenverantwortlich zu handeln. Brauchen wir eine sehr gute Bildung, gerade in einem Land, das kaum Rohstoffe hat. Und natürlich ist das staatliche Gewaltmonopol für ein friedliches Miteinander in einer Gesellschaft
von ganz zentraler Bedeutung, so dass Polizei, Justiz selbstverständlich nach unserer Auffassung auch besser als bisher ausgestattet sein müssten. Wir haben ja in Deutschland einige Besonderheiten, die es in anderen Ländern so nicht gibt. Die eine Besonderheit ist das Subsidiaritätsprinzip, was für uns als Kirche auch sehr interessant ist, dass der Staat nicht sozusagen andere Organisationen oder andere Anbieter rausdrängt, sondern sagt, wenn jetzt eine Kirche, wie zum Beispiel die evangelische Kirche, einen Kindergarten hat, dann unterstützt der Staat ja auch mit seinen Steuergeldern diesen Kindergarten und sagt nicht, wir müssen jetzt hier Konkurrenz machen und die dürfen das nicht. Und davon profitieren natürlich Kirchen, aber auch andere Wohltätigkeitsorganisationen, besonders eben in den Bereichen der Pflege, der Kindergärten und auch teilweise der Schulen, in Bereichen, wo es eben möglich ist, dass öffentlich-rechtliche Organisationen auch tätig werden, ohne dass der Staat das macht. Und das ist natürlich für uns als Kirche ein wichtiger Punkt, dass wir eben auch zwar vom Staat unterstützt werden, aber zunächst mal natürlich eigenverantwortlich unsere Belange machen können. Ja, und das andere ist dieses Besondere, der öffentlich-rechtliche Status, den wir auch als Körperschaft des öffentlichen Rechtes haben. Das ist also nicht Staat, es ist aber auch nicht privat. Es ist etwas ganz Besonderes und das gibt es so in anderen Ländern Ja, wie bei genau. uns nicht, ne? Und davon haben wir als Kirche natürlich auch ein gewisses gewissen Vorteil, weil wir unsere eigenen Gesetze setzen dürfen und der Staat greift nicht ein. Diese Konstruktionen entsprechen durchaus Ihrem liberalen Ja, Gesellschaftsbild. im Prinzip ist das natürlich so. Das kann man ja fast noch übertragen auf zum Beispiel das Kammerwesen, wo wir auch öffentlich-rechtliche Körperschaften haben, also Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und so weiter oder Rechtsanwaltskammer, wo eben dann eine Selbstorganisation durch diesen Status ja ermöglicht wird und wo es dann quasi sich diese Gruppierungen selber organisieren. Denn die Alternative wäre ja, wenn es nicht sozusagen dieses Kammerwesen zum Beispiel gäbe, dass dann der Staat das übernehmen muss. Und da ist natürlich der Blick unsererseits dann darauf, ja, dann ist es doch besser, die entsprechende Gruppe organisiert sich selbst und regelt ihre Angelegenheiten selbst. Und das ist genau so wie beschrieben im Sinne von Subsidiarität und Staatsferne. Übrigens auch wichtig sozusagen, glaube ich, für Vielfalt, Staatsferne. Dass also nicht alles irgendwie durch sozusagen staatliche Seite irgendwie egalisiert werden kann, vielleicht auch gar nicht gewollt, aber die Gefahr ist natürlich immer da, sondern dass eben die Vielfalt in der Gesellschaft auch durch solche Strukturen eben abgebildet wird. Und davon, glaube ich, lebt eine lebendige Bürgergesellschaft durch Vielfalt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend in jeder Hinsicht. Und Toleranz sozusagen als notwendige Ergänzung. Also diese Strukturen verhindern ja sozusagen, dass der Staat überall eingreifen kann. Also der Staat wird praktisch gebremst durch bestimmte körperschaftsähnliche Konstruktionen, die den anderen Interessengruppen gewisse Freiheiten schenken, die dann wieder zu so einer Vielfalt führen. Genau. Und die Eigenverantwortung, also Sie nehmen sie ja auch in die Pflicht, was übrigens auch ein wichtiger Bestandteil sozusagen des liberalen Gedankens ist, ne? Ist nicht nur sozusagen die Freiheit, alles zu tun, sondern auch die Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Und das gehört natürlich für solche Institutionen auch dazu, dass sie dann auch die Pflicht haben, die Dinge zu regeln und ihrer Verantwortung gerecht zu werden, die man ihnen und auch sozusagen ja zubilligt, diesen Raum, diesen auch auszufüllen, verantwortungsvoll. Natürlich, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, aber selbstverständlich, in demokratischen Binnenstrukturen. Also so gibt es natürlich eine Kammerversammlung, die von den Mitgliedern gewählt wird. Es gibt die Synode, Bei uns in der sozusagen. Kirche, genau. Wir sind Genau. auch alles Ja. gewählte Mitglieder. Ja. Genau. Genau, diese demokratischen Strukturen bilden sich dann ab und Ja. das hat ja auch sein gutes Recht, damit eben der Einzelne sich doch auch vertreten fühlt und nicht diese Distanz entsteht, ich alleine gegen den Staat. Ja. Ja. Ja, das ist ein guter Übergang zu einer ganz wichtigen Frage. Es gibt ja auf dieser Welt über 220 selbstständige Staaten und ein ziemlich großer Teil von denen wird autoritär regiert. Und die Staaten, die jetzt das von uns eben so schön beschriebene freie Gesellschaftsmodell mit Partizipation, mit Demokratie, mit Wahlen und so haben, das sind gar nicht so viele Länder, ne?
Wir sind das gewohnt, weil wir jetzt in der Bundesrepublik Deutschland leben. Wir sind es gewohnt, zu wählen, abzustimmen. Wir sind es gewohnt, auch unsere Rechte einklagen zu können, auch als Individuum. Ist auch ein ganz hohes Gut, dass man da nicht alleine steht. Ja, wie sehen Sie die globale Tendenz? Auch wenn Sie jetzt niedersächsischer Politiker sind, Sie gucken natürlich aufs Ganze. Wir haben mit China ein autoritäres Land, das ja auch sehr rigide eingreift in das Weltgeschehen und davon Absolut. überzeugt ist, die Freiheit des Menschen ist nicht richtig. Nee, genau, also zumindest die Volksrepublik China hat diese Perspektive, dass sozusagen die individuelle Freiheit nicht so maßgeblich ist. Wenn man auf, ich sag mal, auf Taiwan guckt, das ist ganz spannend, weil ja immer argumentiert wird, auch das asiatische Menschenbild sei halt eher kollektivistisch und nicht sozusagen so individualisiert und da würde sozusagen die Gemeinschaft eine größere Rolle spielen. Ich bin jetzt kein Asien-Experte, aber Taiwan ist der Gegenbeweis. Zumindest was die Staatsform angeht, weil wir da einen Rechtsstaat haben, eine Demokratie haben, wo eben Menschen- und Bürgerrechte auch als individuelle Rechte gewährleistet sind. Was ich an der, also was wir, glaube ich, im Moment erleben und uns vergegenwärtigen, ist etwas, was schon länger eigentlich bei nüchterner Betrachtung zu beobachten war, aber nicht realisiert worden ist und nicht in politisches Handeln sich umgemünzt hat, ist, ich benutze den Begriff, weil er, glaube ich, richtig ist, von Olaf Scholz, einer geopolitischen Zeitenwende. Wir haben ja geglaubt, dass mit dem Ende des Kalten Krieges, Ende der 80er, also 89, 90, wir aus einem Zeitalter der Konfrontation, auch der ideologischen Konfrontation herauskommen in ein Zeitalter der Kooperation und wir das mit Handel und so weiter auch Systemgegensätze überwinden können. Und klar ist, dass Gewalt kein Mittel mehr zur Durchsetzung von Interessen ist. Und mindestens in Europa. Wir haben es ja in anderen Teilen der Welt immer erlebt, dass kriegerische Auseinandersetzungen genutzt wurden. Und dieser Glaube ist mit dem 24. Februar, also mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, Geschichte. Muss er sein. Und es muss sich neu einstellen. Wir sind offenkundig in einer nicht kooperativen Situation, sondern in einer konfrontativen Situation. Und die äußert sich eben nicht nur dadurch, dass meinetwegen Staaten wie China, ich würde China als Diktatur bezeichnen, ich würde es so deutlich sagen, und Staaten wie Russland sozusagen, die nach innen ihre Bevölkerungen unterdrücken und kontrollieren, sondern nun auch nach außen Gewalt als legitimes Mittel mindestens deutlich vor Augen führen. Die Blockade Taiwans und die militärischen Übungen in taiwanischen Hoheitsgebieten, also in Hoheitsgewässern, sind aggressive, offensive Akte. Also da braucht man, glaube ich, aus meiner Sicht nicht lange drüber zu diskutieren. Und das heißt, damit müssen wir unsere gesamte, aus meiner Sicht, Außenpolitik und auch unsere Wirtschaftspolitik auf den Prüfstand stellen. Das heißt nicht, also wir müssen realisieren, dass einmal Wandel durch Handel ist Geschichte. Ob es je funktioniert hat, muss man auch mal, glaube ich, wissenschaftlich, empirisch betrachten. Aber ich glaube, es ist klar, funktioniert nicht. Der Glaube sozusagen durch Handelsbeziehungen dort zu innerstaatlichen Veränderungen und Annäherungen zu kommen, das ist Geschichte. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, also wir sind in einem Systemkonflikt, der auch mit dem Anspruch ist, sozusagen Herrschaft nach außen zu transportieren, über andere zu herrschen. Und das heißt, wir müssen uns neu sortieren. Das heißt nicht, dass wir zum Beispiel nicht mit solchen Staaten Handel treiben können, weil wir oder müssten, weil wir wahrscheinlich auf gewisse, wir sind eine Volkswirtschaft und eine Gesellschaft, die sehr stark vom Handel abhängig ist, werden wir bestimmte Güter und Produkte aus diesen Ländern beziehen müssen, weil sie sie haben, seltene Erden und Ähnliches zum Beispiel als Beispiel. Aber wir müssen uns klar machen, unter welchen Bedingungen sind wir bereit, das zu machen? Wie ist das mit dem Prinzip der Wechselseitigkeit oder Gegenseitigkeit? Also es muss ein Geben und Nehmen sein. Wir dürfen uns nicht in Abhängigkeiten bewegen. Und wir müssen viel stärker den Freihandel mit demokratischen Regionen und Staaten in den Mittelpunkt stellen und müssen uns jetzt überlegen, was bedeutet es eigentlich, wenn China Taiwan tatsächlich überfällt?
Was bedeutet das dann? Was bedeutet das für VW in Niedersachsen? Deshalb ist das nämlich auch sehr wohl ein niedersächsisches Ja, Thema. ganz Ne? genau, Engagement richtig. von es hat riesen Auswirkungen auf uns. Ja. Wie sind wir eigentlich darauf vorbereitet? Ich habe nicht die Antwort. Also, ne, hab dann, Ja. ich kann es nicht sagen, weil es wirklich schwierig ist. Aber wir müssen diese Debatte jetzt führen und uns klar machen, was uns unsere Werte wert sind. Was bedeutet das eigentlich? In welchen Abhängigkeiten sind wir? Was können wir tun, um Abhängigkeiten zu reduzieren und damit auch nicht so etwas zu erleben, wie wir es jetzt erleben, mit dieser ja, katastrophalen quasi oder schlimmen und weitgehenden Energieabhängigkeit gegenüber Russland, die uns in eine ganz, ganz schwierige Situation bringt. Diese unterschiedlichen Weltbilder, die passen ja überhaupt nicht zusammen. Also die Eskalation von Taiwan ist ja etwas, was eigentlich seit die beiden getrennt sind, gibt es das. Nämlich die Volksrepublik China, wenn auch in manchen Phasen der Geschichte ein bisschen schwächer. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass die Volksrepublik China immer gesagt hat, die Taiwanesen dürfen nicht selber entscheiden, was sie machen wollen, das entscheidet Peking. Das ist so der Grundsatz, ne? Also diese Menschen dürfen das nicht selber entscheiden, dass sie nicht zur Volksrepublik gehören. Und das ist so der rote Faden, der sich durchzieht. Und jetzt im Gefolge des Überfalls auf die Ukraine wird wieder etwas mehr mit dem Säbel gerasselt. Aber vom Grundsatz her war es ja immer so, dass Taiwan eben nicht selbstständig entscheiden soll. Und dieses gleiche Muster finden wir ja bei den Begründungen, die man aus Moskau hört. Im Grunde wird der Ukraine abgesprochen, selbstständig entscheiden zu dürfen, was sie eigentlich sein wollen. Genau. Also sowohl sehe ich auch so, sowohl Taiwan wird die Eigenstaatlichkeit von seitens der Volksrepublik China abgesprochen, als auch Russland die Staatlichkeit der Ukraine in Frage stellt und damit eben auch den Schutz sozusagen des Selbstbestimmungsrechts durch das Völkerrecht in Abrede stellt, wobei die russische Argumentation dann nach meiner Wahrnehmung etwas wechselnd ist. Putin hatte das in einer Äußerung ja gesagt, von mir, das sei gar kein Staat. An anderen Stellen muss man aber sagen, werden dann doch sozusagen für die Staatlichkeit dann doch wieder irgendwie mindestens unterstellt in der Argumentation. Also das ist nicht so ganz einheitlich. Bei China und Taiwan ist das ja die Basis. Und das ist natürlich eine schwierige Situation da. Klar, also man hatte aber zumindest in den letzten Jahren ja eigentlich einigermaßen stabilisierte Situation, das vielleicht ja schon viel wert in einer solchen Konfrontation. Die ist aber eben durch China jetzt wieder in Frage gestellt worden. Ne? Also diese de facto Stabilität, die man hatte, die ist jetzt perdu. Und das ist eben, ja, muss uns besorgen, muss bei uns auch zu strategischen Anpassungen führen. Sie sind ja auch Anwalt, Sie sind im Parlament, Sie sind jemand, der es zu schätzen weiß, wenn Gesetze und Verträge auch eingehalten werden. Wir haben ja bei China genau das Problem. Viele Absprachen, die in Bezug auf Hongkong getroffen worden sind, werden jetzt schlicht und einfach über den Haufen geworfen. Und Russland macht das Gleiche. Es gab ja, als die Ukraine damals gesagt hat, gut, wir geben alle unsere Atomwaffen ab, gab es ja Vereinbarungen, die gesagt haben, gut, ihr gebt die Atomwaffen ab, dafür wird euer Territorium unangetastet bleiben. All diese Absprachen, die ja auch dokumentiert sind, die teilweise ja auch in Gesetzesform vorliegen, die gelten in solchen Ländern plötzlich nicht mehr. Wie gehen wir damit um? Das ist ein Riesenproblem natürlich, weil in der internationalen Rechtsordnung, also im Völkerrecht, natürlich die Staaten darauf angewiesen sind, weil es gibt keine gerichtliche Instanz in dem Sinne, also kein Über-Unterordnungsverhältnis. Es gibt schon gerichtliche Instanzen, aber kein Über-Unterordnungsverhältnis, wie wir das im Staat hier haben. Hier würde ich beim Rechtsbruch zum Gericht gehen, Ja. ja, und dann würde das Gericht verurteilen und der Staat würde das mit Gerichtsvollziehern im Zweifelsfall durchsetzen, das Genau. Urteil. Einen solchen Mechanismus haben wir in dieser Form nicht, sondern eben am Ende nicht, sodass wir den Rechtsbrecher, und das ist das Dramatische bei China und Russland, ja eigentlich nur noch im Rahmen der Vereinten Nationen über sozusagen Mechanismen im Rahmen des Sicherheitsrates sanktionieren können. Und die beiden fallen aus,
weil sie selber Rechtsbrecher sind. Und damit Ja. kommt Und sozusagen, zusätzlich auch noch ja genau, eben, genau, Vetomächte, also Vetomächte und selbst wenn man Atommächte. sie verurteilt, würden sie Genau, sagen, nö, gilt nicht. so und damit kommt sozusagen die Rechtsordnung an ein Limit. Und das ist die Schwäche des Völkerrechts, ist aber sozusagen der Natur des Völkerrechts so angelegt, weil am Ende alle auf Augenhöhe und Gleichheit der Staaten eben gilt. Und wenn einer sich nicht dran hält, dann hat man ein Problem und kann nur sozusagen dann über die politische Dimension versuchen, Druck auszuüben, sprich Sanktionen zu machen, wie die Ukraine, ihr wendet Gewalt an die Ukraine, ihr Selbstverteidigungsrecht auszuüben mit Unterstützung westlicher Staaten. Das sind dann die auch rechtlich vorgesehenen und legitimen und legalen Instrumente, um sich gegen einen solchen Rechtsbruch zu wehren und darauf zu reagieren. Aber das Recht kommt da an Grenzen, das muss man klar sagen. Und dann ist es, so wie das Völkerrecht ohnehin sehr politisches Recht ist, aber dann ist es sozusagen fast am Ende dann allein, wenn jemand sich partout nicht an die Rechtsordnung hält, den politischen Auseinandersetzungen eröffnet, gegebenenfalls dann den gewaltsamen, wenn man, wie offensichtlich Russland und auch China, Gewalt oder Krieg, ne, mit der Clausewitzschen Formel, ja, Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln bezeichnet oder versteht, ja. Genau, und die Rhetorik ist ja eindeutig. Also sowohl aus Moskau wie Genau, aus Peking ist die genau. Rhetorik, der Stärkere wird gewinnen und Ja, genau. wir wollen die Stärkeren Genau, sein. wir Das schaffen ist das. Fakten und mit den Fakten müsst ihr leben. Genau, und Ne? die Chinesen oder sagen wir jetzt der chinesische Staat in diesem Falle übt ja auch auf die Nachbarn, auf die kleineren Länder, die dort am südchinesischen Meer sind, entweder wirtschaftlichen, aber eben auch durchaus militärischen Druck aus. Da werden also auf den Spratly-Inseln kurz vor den Philippinen wird eine riesen Militärbasis gebaut. Und ja, was ist das anderes, als denen zu sagen, ihr seid die Schwächeren und wir machen, was wir wollen. Ne? Das Ja, so ist ist leider es, so. genau. Ja. Ja, wenn wir nochmal auf Niedersachsen gucken, China und Volkswagen, das ist ja auch so ein Thema. Ne? Und dann ist es doch so, dass Katar auch im Aufsichtsrat von Ja, ist ja ein Volkswagen ist. Ne? großer Zwei Anteilseigner. Vertreter von Katar sind doch da im Aufsichtsrat, wenn ich das recht Also, erinnere. sie Eine sind da, wie Dame viele kann ich jetzt nicht sogar sagen. und ein Herr. Ja, ja. Ja, wie ist das eigentlich zu verstehen? Das ist eben, Katar ist ja auch kein demokratisches Land. Das ist so ein altes feudales Ja, Herrschaftssystem, wo eine ja. Herrscherfamilie mit ihren Prinzen und Prinzessinnen das Sagen hat. Die haben natürlich unwahrscheinlich viel Geld. Im Verhältnis das reichste Land der Welt, weil sie ist ein kleines Land, hat aber wahnsinnig viel Rohstoffe. Und Katar ist ja auch obwohl es klein ist, ein großer Player in der Welt, nämlich durch seine finanziellen Einflussnahmen, die sie überall machen. Wie wirkt sich das auf so ein Unternehmen wie Volkswagen aus, dass jetzt solche, ja, wie soll ich sagen, solche Länder dort eben investieren und ich weiß jetzt nicht die Prozentzahl, was Katar Ja, kann ich jetzt auch kontrolliert, nicht sagen, aber ganz spontan. wenig ist es auch Nee, nicht. genau, es ist schon größerer Anteilseigner. Aber mir ist jetzt nichts bekannt, wo ich sagen würde, es ist jetzt so eine spezielle katarische Einflussnahme oder so. Also weil die Frage war ja, wie wirkt sich das aus? Ja. Also ich kann jetzt an der VW-Strategie selbst jetzt keine, ist mir jetzt nichts bekannt, so keine besondere Rücksichtnahme oder Gefälligkeit oder sowas sehen gegenüber Katar. Also dass da sozusagen jetzt irgendwie spürbar würde, das Unternehmen würde sich in eine bestimmte Richtung verhalten oder entwickeln, das ist mir nicht bekannt. Ich nehme das wahr als finanzielles Engagement bei einem tollen Unternehmen, das muss man sagen, VW ist ich weiß gar nicht, ob immer noch der größte, ich bin mir nicht ganz sicher, aber mindestens sozusagen immer wechselnd sozusagen einer der größten Ja, Automobilhersteller der Welt. mit Toyota rangeln Ja, sie doch genau, immer irgendwie, um den deshalb, ich meine ersten jetzt im Platz. Kopf zu haben, dass er jüngst irgendwie wieder war, nicht mehr, aber Ja, geschenkt, aber ich weiß auf es jeden nicht. Fall sind das die beiden Ne? Spitzen. Und deshalb würde ich sagen, da sehe ich jetzt in der konkreten VW-Wirtschaftsentwicklung, VW-Politik vielleicht kann man sagen, keine besonderen Anhaltspunkte. Wie man das so findet, ja, ich würde sagen, genau das ist ja der Punkt. Also man muss sich als auf internationale Handelsbeziehungen angewiesene Staat wie die Bundesrepublik
eben oder Gesellschaft, ne, auch am Ende Gedanken machen. Will ich jetzt eigentlich nur noch mit so lupenreinen Demokratien, um das unsägliche Wort von Gerhard Schröder aufzugreifen bezüglich Russland, sozusagen will ich nur ausschließlich mit Demokratien Handel treiben oder nicht? Und kann ich mir das erlauben in einer Welt, Ja. in der man sozusagen von vielen Dingen abhängig ist? Ich würde es jetzt noch mal ein Kannst nicht sagen, bisschen genau. Also zuspitzen, diese Frage, nämlich die Frage, ist Geld wirklich neutral? Ist es egal, wer investiert? Ist es egal, wo das richtig, Land herkommt? ja. Ob das nun der norwegische Staatsfonds ist, der ja auch sehr groß ist und überall investiert, oder der von Katar. Ja. Ist das gleich? Oder würden wir sagen, nee, also Norwegen, das ist ein Ja. demokratisches Land, die machen viel Ja. Gutes. Katar ist ein Land, wo die Gastarbeiter ausgebeutet werden, finden wir nicht so gut. Ist dann der norwegische Euro, ist der sauberer als der aus Katar kommt? Wenn ich das so Das ist eine, zuspitze, wie also würden Sie das natürlich, als ja Politiker natürlich, sagen? erstmal würde ich sagen, also ganz, ganz intuitiv und spontan würde ich natürlich sagen, natürlich ist mir das Geld von einem oder die Investitionen, die Auslandsinvestitionen, ja, Ja. aus einem Staat, der uns von den Werten, die wir vertreten, der von sozusagen der Regierungsform, der Demokratie und Menschenrechte hat, liegt uns näher. Klar, ja, also würde ich so sagen, sofort. Ja. Und dass das sozusagen vorzugswürdig ist. Ob das aber, also das kann ich einfach nicht beantworten, ne? Ich will es gar nicht sozusagen, es ist keine suggestive oder keine rhetorische Frage, ob das sozusagen sich aber in der Pauschalität durchhalten lässt am Ende, weil eben die Beziehungen sehr, sehr vielfältig sind und wo man die Grenzen zieht, also zum Beispiel beim norwegischen Staatsfonds, der ist eben aus fossilen Brennstoffen im Wesentlichen gespeist. Das ist ein Erdölfonds, ne? Genau, Aber der also ist gut gefüllt. genau, ja genau, der katarische auch, ne? Ja, So, und Katar und genauso. dann könnte Deswegen habe man, ich die beiden ja genau, genommen, aber weil man das könnte die ja Diskussion ja bisschen weiterführen und ähnliches. sagen, ja vielleicht kommt es ja gar nicht auf die Regierungsform an, sondern kommt das Geld aus guten Investments. Ja, und dann ist man in einer ganz schwierigen Debatte, was ist eigentlich gutes Investment, was ist schlechtes Investment? Also auch bei der Frage, wo das Geld herkommt. So. Und das Gleiche stellt sich ja die Frage, ist das gutes oder schlechtes Geld mit Blick auf die Regierungsform? Und ich glaube, wir haben da eine klare Haltung. Also, ne, wir aus unserer Perspektive und sagen, natürlich sind unsere Herrschaftsform, also Demokratie, ist also Herrschaftsform hört sich komisch an, aber Demokratie und Menschenrechte sind natürlich entscheidend, weil wir auch an die Universalität dieser Werte glauben. Aber möglicherweise wird uns aus anderen Regionen der Welt gesagt, ist das nicht eine überhebliche, arrogante Haltung, dass ihr glaubt, mit euren Werten irgendwie besser zu sein, weil ihr sagt ja, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Also zumindest würde ich es gerne nochmal checken, ja, Ja, und ja. auch in Diskurs treten mit einer anderen Perspektive, weil wir ganz oft ist meine Wahrnehmung eine sehr eurozentrische Debatte führen in vielen Dingen. Und gerade bei der Kirche, glaube ich, renne ich da ja offene Türen ein. Die Weltkirche ist ja bunt. Auf jeden Fall, Ne? ja, auf jeden Fall. Aber man kann sich natürlich auch als Deutscher nicht der deutschen Perspektive völlig Nee, entledigen. genau, Die steckt aber in einem drin. genau. Das ist schon richtig, ne? Aber ja, gerade in Bezug auf die Kirche ist es natürlich so, dass wir schon auch den Blick haben, wie sehen das die Christen in anderen Teilen der Ja. Erde. Wir haben ja viele Partnerkirchen, mit denen wir im Austausch stehen. Dadurch ist die Perspektive schon wieder eine andere. Nun ist die Kirche kein Unternehmen, das unbedingt Gewinn machen muss, im Unterschied vielleicht zu Volkswagen. Das ist natürlich ein als Riesenunternehmen weltweit tätig. Natürlich auf vieles Rücksicht nehmen muss. Und eine ganz wichtige Sache ist ja, dass gewisses Wachstum und eine gewisse Gewinnprognose da sein muss. Ja. Sonst kann ein Wirtschaftsunternehmen ja nicht Klar. sinnvoll funktionieren, ne? Ja. Und da ist dann natürlich die Frage, China ist ein großer Absatzmarkt. Da Ja. werden zwar Menschen unterdrückt, aber werden auch Volkswagen gekauft. Ja. Und ja auch hergestellt. Da gibt es ja auch eine Ja, Volkswagen gibt ja auch Produktion, Produktion. ne, in Shanghai und Genau. so weiter. Ja. Ne? Und da ist jetzt die Frage, ist das das Gleiche, ob ein Volkswagen in Deutschland hergestellt wird, in Wolfsburg von uns, unseren Leuten? Oder sagen wir, nee, ist ganz egal, kann auch in China sein. Es ist nicht schön, wenn da Menschen unterdrückt werden, aber wir haben unsere Autos.
Auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich die Frage so einfach beantworten lässt, weil wenn man sie mal von Volkswagen löst, würde das ja, wenn man dann sozusagen, ich sage mal, eine extreme Position einnehmen würde und sagen würde, natürlich ist uns das nicht egal. Ja, ist natürlich, wir wollen das natürlich hier machen. Ich glaube, dann würde es VW hier nicht mehr geben. Ne? Also, weil das Geschäft wird in Asien gemacht. Das muss man ganz nüchtern Ja, feststellen. natürlich, Ne? deswegen besprechen Nüchtern, wir es ne? ja. Nüchtern feststellen. Also ich will gar Ja. nicht irgendwie verteidigen oder so. Ne? Ich denke Nee, ein bisschen nee. laut. Ne? Nee, Was würde klar. das bedeuten? Vollständig Dann richtig. würde es vermutlich VW in Deutschland nicht mehr geben, weil unter den Rahmenbedingungen, die wir haben, könnten wir wahrscheinlich so gewinnbringend gar nicht Autos produzieren oder so effizient und so. Also das würde, hätte Rückwirkung. Also so eine Debatte, wie man sie oft bekommt, von wegen, ach, wir lassen das einfach. Und dann machen wir das hier selber für uns, machen hier so, ne, machen das schön in Europa und so. Machen, Ja. ich glaube, das funktioniert halt so ohne weiteres nicht. Das ist das, der eine Gedanke dazu. Also deshalb, weil auch schnell, muss man sagen, ne, kommt VW schnell an den Pranger. Ne? Das ist ja nicht so, dass da Menschen sind, denen die Werte egal werden. Ne? Also auch in den Führungsetagen, das sind ja keine gewissenlosen Menschen, sondern die sehen ja diese Themen und diese Probleme. Und da sind aber eben Abhängigkeiten und Interdependenzen, die die so einfach aufzulösen sind, wo es nicht nur Schwarz und Weiß eben gibt. Und die zweite Frage, die Kontrollfrage, die ich da stellen würde, ist, okay, lasst uns das mal gedanklich durchspielen. Wir machen das nicht alles, also ne, Niedersachsen, also wir würden fordern politisch, gar kein Geschäft mehr in China, weil dort Menschen unterdrückt werden. Erstmal eine Haltung, wo ich sage, total sympathisch, ne? Also wo man sagen würde, aus der liberalen Haltung heraus, ne? Wir sind für Demokratie, für Freiheit und so weiter. Sie sind ja auch dafür, das Individuum zu Ja, genau, schützen, absolut, ja, absolut. Deshalb und bin ich dass sofort jeder dabei. Mensch mit seinen Menschenrechten auch Total, geschützt genau, wird. Universalität, ne, der Menschenrechte. Total richtig. Bin ich so, deshalb kann ich sagen, bin ich sofort dabei. Okay, aber denken wir das mal zu Ende. Was heißt das für alle anderen möglichen Abhängigkeiten, die wir von China haben? Für Vorprodukte, für alles Mögliche, was hier im Raum ist, für die Kameras. Ja, da sind viele Sachen drin, von denen wir gar nicht wissen, dass die Genau. aus China sind. Und Sie da bin sind ich mir aber halt aus nicht mehr so China. sicher, wie lange hält man so eine Debatte durch? Also man kann sich leicht, sage ich mal, an jemanden wie VW abarbeiten und diese Ja. Themen dann einfordern und sagen, ja, also spontan würde ich sagen, ja, Ja. aber wissen wir eigentlich, und das ist genau das, was ich vorhin meinte mit Strategie, wissen wir eigentlich, wie abhängig wir wirklich sind? Ich weiß es nicht. Also ich für mich weiß es nicht. Und wir brauchen eine Strategie, wie wir damit umgehen, um diese Abhängigkeit zu reduzieren. Und stärker auch Druck ausüben zu können, dass wir auf Menschenrechte achten, dass wir die Einhaltung einfordern und dass wir, wenn China weiterhin Taiwan bedroht oder womöglich sogar angreift, dass das Konsequenzen hat. Nur da muss man sich vorher drüber Gedanken machen, um dann angemessen und vernünftig reagieren zu können. Und dieses muss man alles wissen, diese Abhängigkeiten, um auch zu wissen, wie schadet man sich eigentlich selbst durch das, was man dann tut. Und das ist das, was ich meine mit, wir müssen ein bisschen wach werden, dass wir in einer konfrontativen Situation, so bedauernswert das ist, sind und nicht in einer kooperativen Situation mit solchen Staaten ja, also es ist halt super komplex und ich glaube, es versperrt sich oder es ist nicht diesen einfachen Antworten, die wir alle, glaube ich, gerne hätten, zugänglich. Also vom Grundsatz her wäre es ja gar nicht schlecht, dass in so einem Rechner Bauteile aus Taiwan, aus Japan, aus Südkorea, aus China verbaut sind und vielleicht auch das eine oder andere Teil noch aus Deutschland. Das ist an sich ja gut. Ja, Jeder macht was, genau. alle wirken zusammen. Arbeitsteilige Welt, genau. Was dahinter das Problem ist, ist eben die Gewalttätigkeit, die in einigen dieser Länder vorherrscht, dass Genau. Menschen unterdrückt werden, Genau. nicht? Das stellt das wieder in Frage. Ansonsten Genau. würde man sagen, ja, warum sollen wir nicht internationale Computer bauen? Jeder gibt seinen Teil dazu. Man kann das bei Autos, man kann das bei allem Genau. sagen. Warum soll nicht das eine Land das machen und das andere Land macht das? Man arbeitet zusammen. Genau. Prima. Und wir halt jetzt in eine Situation kommen, dass einzelne Teile, also oder einzelne Produkte eben Abhängigkeitsverhältnisse bestehen, die es dann und zwar strategisch eingesetzt wird. Also die Abhängigkeit nach meiner Wahrnehmung wird als Waffe eingesetzt. Das sehen wir jetzt ja bei der Gasfrage. Sie Ja. wird als Waffe, als Druckmittel eingesetzt, um politische Ziele zu verfolgen. Und diese Dimension, die hat man in Deutschland ja
gerade jetzt im Verhältnis zu Russland, nicht wahrhaben wollen, lange Zeit. Jetzt, glaube ich, ist es klar, weil es getan wird, weil es gemacht wird. Aber es war ja lange Zeit immer die Argumentation, wenn man davor gewarnt hat, vor dieser Abhängigkeit und vor den 50% sozusagen Abhängigkeit von russischem Gas, wurde gesagt, Russland hat immer geliefert. Auch in den Zeiten des Kalten Krieges hat Russland geliefert. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, es wird nicht eingesetzt als Waffe, dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Und diese rote Linie ist überschritten worden. Ja. Und das war im Nachhinein, kann man wahrscheinlich sagen, blauäugig zu glauben. Ja, also bis zuletzt haben ja doch wahrscheinlich die meisten sich das nicht vorgestellt, Genau. dass die tatsächlich ernst machen, nicht? Ich vermute, die meisten haben gedacht, die drohen, fahren mit dem Panzer bis zur Grenze, aber dann halten sie an. Dass sie aber reingefahren sind und alles kaputtgeschossen haben, das glaube ich, Hat in der haben die Form. wenigsten so Genau, und vorausgesehen. umso dramatischer ist das dann, ne? Ja, es gibt ja ganz interessante Sachen im Wirtschaftssystem. Ich habe jetzt über einen Filmemacher gelesen, Klaus Lemke, vor kurzem gestorben. Der hatte, als er seine Filme gemacht hat, immer folgendes Prinzip: Jeder, der mitarbeitet, er eingeschlossen, bekommt 50 Euro am Tag. Grundsätzlich für alle gleich. Das war immer so. Und das hat er auch zunächst, er mochte Subventionen und Staat, das mochte er nicht so, hat er dann eben jedem seine 50 Euro jeden Tag gegeben, sich selbst auch, bis das Geld alle war. Dann war meistens der Film noch nicht fertig, dann hat er den Film versucht irgendwo zu verkaufen. Wenn er ihn verkauft hat und das Geld kam rein, hat er den Film zu Ende gedreht und sich dann zum nächsten begeben. Sie als Liberaler, würden Sie sagen, das ist ein Wirtschaftssystem, kann man so arbeiten, oder ist das ein kauziger Außenseiter, der Dinge gemacht hat, die sonst keiner macht? Wie ist das? Jeder kriegt genau das Gleiche. 50 Euro am Tag. Egal, ob er der Regisseur, der Chef, der Hauptdarsteller, der Nebendarsteller oder die Reinigungskraft ist, die zum Schluss aufräumt. Jeder 50 Euro. Also ich denke, glaube nicht, dass das übertragbar ist auf ein Wirtschaftssystem, weil damit Anreize fehlen, sozusagen sich zu qualifizieren, sich zu spezialisieren, sich besonders anzustrengen. Und ich bin schon auch insbesondere als Liberale der Überzeugung, dass Leistung sich auch lohnen muss und dass sich das auch in der Differenzierung mit anderen Leistungen, also ein Stück weit im Wettbewerb zu anderen Leistungen, dann eben zeigen muss. Weil das am Ende die Antriebsfeder ist für auch gesellschaftlichen Fortschritt. Deshalb sind wir und bin ich der Überzeugung, dass das ein Modell ist, das nicht in der, also wenn das da funktioniert hat, okay, Ja, in der Nische funktioniert es, aber im aber gesellschaftlichen Miteinander grundsätzlich. wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Ja. Sprung ein bisschen weiter. Wie ist es jetzt mit dem sogenannten Bürgergeld oder dem Grundeinkommen, dem sogenannten bedingungslosen Ja, genau, das Grundeinkommen? geht Das aus meinem. ist ein bisschen ja auch in die Richtung, nicht? Es gab ja von Ja. Gerhard Schröder damals den Kommentar zu Hartz IV fördern und fordern, auch mit der Maßgabe, dass da auch Kürzungen reinkommen können und so weiter. Und andere sagen nun ganz energisch nein. In Finnland wurde das ausprobiert. Ein gewisses Grundeinkommen sichert erstmal die Menschen ab, Also ein kostet bedingungsloser. natürlich den Staat dann auch wieder eine Genau. Menge Geld, ne? Inwiefern steht das in der Spannung zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, mit dem, dass die Anreize gegeben sein müssen, damit Menschen sich entwickeln? Ja, und Leistung auch belohnt wird, ne? Also sich Menschen entwickeln und Leistung auch tatsächlich belohnt wird. Also erste Bemerkung, also bedingungsloses Grundeinkommen kann ich mir nicht vorstellen. Aber klar ist, dass es natürlich eine soziale Sicherung geben muss. Also für Menschen, die nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen, muss es eine staatliche Sicherung geben. Also das so, und die muss natürlich sozusagen diese Grundsicherung gewährleisten. Und deshalb haben wir ja ein Grundsicherungssystem, was diese Grundsicherung darstellt. Und das ist auch richtig. Also weil niemand darf sozusagen irgendwie
sozusagen nicht in der Lage sein, seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das darf nicht passieren. Und da ist der Staat und die Solidargemeinschaft ist da in der Verantwortung. So, insofern ist das erstmal die Grundaussage. Aber ich denke schon, dass es richtig ist, auch von Menschen, die die Solidargemeinschaft sozusagen, denen die Solidargemeinschaft diese unterstützt, auch gewisse Dinge zu erwarten. Also, dass sie sich oder Anreize zu setzen, dass sie sich sozusagen auch um Arbeit bemühen und sozusagen auch tatsächlich arbeiten gehen. Und da haben wir Fehlanreize in unserem System, dass es sozusagen Situationen gibt, wo Menschen es für sie auch wirtschaftlich attraktiver ist, nicht zu arbeiten, als eine geringfügige Beschäftigung anzunehmen, weil sie im Zweifelsfall die mit der mit, oder eine, sag mal, nicht geringfügige Beschäftigung, sondern eine nicht gut bezahlte Beschäftigung anzunehmen, weil sie sich mit der Grundsicherung finanziell besser stellen. Und das sind Fehlanreize, sodass wir zum Beispiel dafür werben, dass Menschen, die in der Grundsicherung sind und bei denen dann vor der Frage stehen, wenn ich jetzt arbeiten gehe, habe ich möglicherweise nicht viel mehr, obwohl ich dann sozusagen meine Arbeitsleistung noch einbringe als eine Grundsicherung, müssen die die Möglichkeit haben, hinzuzuverdienen. Zum Beispiel auch, was wir lange Zeit, also besser hinzuzuverdienen, also die Hinzuverdienstmöglichkeiten erweitern, um den Menschen einen Anreiz zu geben, zusätzlich zu verdienen, zu arbeiten und aus dieser Situation der Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen herauszukommen. Zweites Beispiel war die Kinder, genau, Kinder, deren Eltern in der Grundsicherung waren, so war es, wenn ich es richtig jetzt zusammenkriege, mussten einen Großteil, oder Kinder, die in Waisenhauseinrichtungen oder sowas, mussten einen Großteil ihres Verdienstes abgeben und hatten überhaupt, die in der Einrichtung zum Beispiel wohnten, Stalin, ne, mussten einen Großteil abgeben und hatten damit überhaupt keinen Anreiz, wirklich sozusagen endlich mal selber zu arbeiten, was zu tun, von ihrem selbstverdienten Geld zu leben. Das haben wir in der Koalition jetzt auch sozusagen auf unser Drängen, haben diese Möglichkeiten für die Kinder erweitert, dass sie mehr von dem Geld haben und das nicht sozusagen zur Deckung der staatlichen Kosten, die sie verursachen, dann als Deckungsbeitrag einbringen müssen, sondern weil es uns wichtig ist, dass man da das Signal setzt, nee, wenn du arbeiten gehst, dann hast du auch was davon und musst es nicht abgeben und dir wird kein Anreiz gesetzt, dich auf die staatliche sozusagen zurückzulehnen oder sogar, oder wo man sagen muss, bist du eigentlich dumm, dass du es machst? Das darf nicht sein, sondern so und so ticken wir da. Dass wir sagen, wir wollen dann Anreize setzen, um die Menschen sozusagen in Arbeit zu bringen. Aber klar ist, es gibt Menschen, die können es nicht. Und da muss dann natürlich diese Unterstützung gewährleistet werden, auch weiterhin. Genau. Ja, dann gibt es ja noch ein nachgelagertes Problem. Viele Menschen, die jetzt geringfügig beschäftigt sind oder schlecht bezahlte Berufe haben, werden dann ja bei der Altersversorgung auch nicht besonders gut dastehen. Und was gäbe es da eigentlich für eine Möglichkeit, da nochmal gegenzusteuern? Denn wenn jetzt im Alter die Menschen wiederum auf die staatliche Grundsicherung und auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind, kommt ja auch ökonomisch auf den Staat ein gewaltiges Klar. Problem zu, unabhängig davon, dass eben viele Menschen das dann auch als entwürdigend empfinden, dass sie Klar. sagen, ich habe mein ganzes Genau. Leben gearbeitet und Ja. jetzt kann ich mir noch nicht mal eine Apfelsine kaufen, sondern das ist so Ja. knapp, dass ich kaum klarkomme. Ne? Und Ja. das ist also einmal die Würde des Menschen, er hat gearbeitet, aber es reicht nicht. Aber auf der anderen Seite natürlich ein Staat muss ja auch gucken, wenn ich jetzt in 30 Jahren als Staat gewaltige Transferleistungen machen muss, weil die alle nichts mehr haben, das kann ja dann auch langfristig keine gute Politik sein. Wo ist da Ma das, was man jetzt tun muss, weil ja die geburtenstarken Jahrgänge, wenn die dann erstmal die Rentenkassen leer machen, Ja. ein echtes Ja, das ist ja Problem, auch ein sozusagen, rechnerisches genau, Problem also das ist ja noch kommt. sozusagen ein sehr, sehr grundsätzliches Problem, was wir da haben, dass wir nach wie vor eine sozusagen nicht kapitalgedeckte Rentensystem haben, sondern eben sozusagen dieses Umlagesystem haben, weshalb wir zum Beispiel das Stichwort Aktienrente, ne, was wir
mit in den auch in den Koalitionsvertrag bringen, sodass ein Anteil durch sozusagen eine eigene Kapitaldeckung erfolgt und damit nicht die immer weniger werdende junge Generation also schon jetzt ja im Prinzip, aber es wird ja dramatisch werden, wenn die Boomer-Generation erstmal aus dem Arbeitsleben ausscheidet, dass dann das Rentensystem eben dazu führt, dass die jungen Generationen sehr hohe Beiträge werden leisten müssen, um die ältere Generation zu finanzieren. Also da werben wir sehr dafür, dass wir noch stärker dazu kommen, dass jede Generation im Prinzip für sich selbst vorsorgt und die Rente sozusagen dann sicherstellt. Also das ist ja nichts, was man ich sag mal, mit dem Schnitt macht oder so, ne? Sondern es muss sozusagen ein Wechsel hinzukommen zu sozusagen mehr Kapitaldeckung, um das Rentensystem überhaupt aufrechtzuerhalten. Weiteres Thema ist dazu Ja, noch, aber ich komme noch gleich zu dem anderen Punkt, ne? genau. Aber da wollte ich kurz einhaken. Aber das setzt voraus, dass auch die entsprechenden Verdienste so sind, dass man das umsetzen kann. Genau. Also ich kann mir das leisten, dass ich per Direktversicherung einen Teil meines Einkommens abgebe. Das liegt aber daran, dass ich Ja. mit A14 gut versorgt bin. Da bleibt zu viel über, das kann ich Genau. zusätzlich da Genau. reinpacken. Ich weiß aber natürlich, was andere Menschen verdienen. Genau. Und da weiß ich auch, wie schwer das ist, da noch was jetzt Genau. in Ja, abzuzwacken, genau. um Kapitalbildung zu machen. Genau. Ne? Genau. Also die erste Herausforderung ist, dass wir die Stellen, also die Jobs, die Berufe, die ausgeübt werden, dass sie so entlohnt werden, dass daraus sozusagen auch ein vernünftiger und auskömmlicher Rentenanspruch entsteht. Das ist sozusagen, Genau. muss das Ziel der gemeinsamen Politik sein. Das ist in erster Linie Aufgabe der Sozialpartner. Ja, denn das die Lohnfindung findet in Deutschland erstmal durch die Sozialpartner, also Gewerkschaften und Arbeitgeber statt. Das ist deren aus meiner Sicht große Verantwortung, die die haben. Ist auch wieder eine Subsidiarität, ja, nicht, Ja, sondern das das sind gehört sozusagen dazu. Sache der, gehört dazu, dass die sozusagen Lohnabschlüsse machen, die und Arbeitsverhältnisse da sind, die sicherstellen, dass dort auch sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstehen, die dann bei der Rentenhöhe auch sicherstellen, dass es auskömmliche Renten sind. Der zweite Schritt ist dann sicherlich staatliche Zuschüsse in die Rentenkasse, die wir jetzt schon haben, um überhaupt die Renten am Ende sicherzustellen, um die Rentenbeiträge der jungen Generation nicht sozusagen in die Höhe schießen zu lassen, um dann tatsächlich eine staatliche Sicherung ha zu haben. Aber als erste Linie müssen sozusagen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, also Gewerkschaften und Arbeitgeber, müssen solche Tarifabschlüsse und Lohnabschlüsse machen, dass das gewährleistet ist. Staatliche Zuschüsse sind das Zweite und das Dritte ist dann in der Tat die Grundsicherung, die dann für die Fälle greifen muss. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das eben, ich sag mal, automatisch finanziert wird, dann für die Menschen, die unter einem bestimmten Rentenniveau fallen, ohne dass dass eine sozusagen entwürdigende Beantragung nötig ist, sondern dass das staatlicherseits abgesichert wird, dass Menschen dort im Alter nicht unter die Grundsicherung fallen. Das ist, glaube ich, etwas, was gewährleistet sein muss. Ja, Übrigens, dafür müsste man ja einen bestimmten Betrag dann praktisch festsetzen. genau, den müsste man festsetzen und der Der müsste auf jeden Fall, also so eine Art Mindestrente wäre das ja, genau, ne? das wäre sowas, was so Grundsicherung im Alter. Ja. Die muss gewährleistet sein. Da teile ich total, weil da natürlich das Gleiche gilt, dass Menschen nicht, auch gerade die, also auch nach dem Prinzip Leistung muss sich lohnen, ja, müssen auch diejenigen, die etwas geleistet haben in ihrem Leben, am Ende auch spüren, dass sie besser dastehen als Menschen, die das eben nicht getan haben, und die meinetwegen, aus welchen Gründen auch immer, aus welchen Gründen auch immer gar nicht mal, sondern das macht schon einen Unterschied, Also da gibt sich es ja auch nicht noch den einbringen wollen. Unterschied zwischen Männern und Frauen. Nach wie vor ist es so, dass viele Frauen auf einen Teil ihrer Berufskarriere verzichten, um sich um die Kinder zu kümmern. Und das ist bei Frauen ja wesentlich häufiger. Und die Frauen haben dann manchmal Ja. nachgelagert Nachteile Die dadurch, Nachteile, genau. dass sie nicht sozusagen 100% durchgearbeitet haben. Ne? Sie haben aber ja geleistet. Nämlich zum Beispiel genau. die Kindererziehung, Genau. was ja Ja, eine objektive natürlich. Leistung ist, Ja. die diese Frauen dann, Ja. dann erbracht haben. Ja. Es werden aber dann
schlechter gestellt gegenüber jemandem, der jetzt eben in der Fabrik durchgearbeitet hat. Genau, wenn Sie, ja, na, ist so, wobei, Ja, und oder die Pflege von Angehörigen genau, ja, genauso, absolut, ne? schon Wenn ich klar, die meine Fälle sind kranke klar. Mutter pflege, leiste ich ja auch was. Genau. Also zunächst mal sozusagen, also es kommt darauf an, in welcher Lebenssituation die Menschen dann, glaube ich, sind. Also in der Partnerschaft dann gibt es ja sozusagen gemeinsam, also so meine Vorstellung, gibt es ein gemeinsames Vermögen, auf das man zugreift, wo dann der Partner, der sozusagen die Chance oder wie auch immer hatte, durchzuarbeiten, der andere Partner, der in der Partnerschaft andere Aufgaben übernommen hat, dann steht man füreinander ein und das gleicht sich da aus. Ja. Ne? Das Problem sind ja insbesondere die Fälle, wo Menschen dann alleine sind. Sozusagen, wo sie nicht mehr in der, in sozusagen, warum auch immer, weil entweder eine Scheidung da war, oder verstorben ist der Lebenspartner oder aus anderen Gründen das nicht funktioniert. Und da, glaube ich, muss man dann sehr genau hingucken, wie man das dann ausgleicht. Bei den, also es gibt ja sozusagen einen Ausgleich bei Scheidungen. Werden ja die Anwartschaften werden ja mit übertragen dann. Genau, Ne? Ja, Versorgungsausgleich genau. Also bei heißt den es Beamten ja. ist das der klassische Versorgung. Ich weiß gar nicht, ob es bei anderen, ich kenne es nur sozusagen im Beamtenwesen, ist es der Versorgungsausgleich, der da Genau. greift. Also da gibt es ja einen Mechanismus, der auf diese unterschiedlichen sozusagen zugreift. Auch bei, Sie haben A14 gesagt, also Beamten, ne? Also sind kein Beamter, Aber so aber ähnlich, so ähnlich, ne? gleichgestellt, könnte Genau man ist das ja sagen. sozusagen auch bei der Scheidung so, wenn der eine Partner verstirbt, werden ja Ansprüche, Rentenansprüche auf den anderen Partner übertragen. Genau. Na, also auch da findet ein Ausgleich statt. So, und jetzt gibt es aber Fälle, wo das nicht der Fall ist. Und die muss man sich genau angucken, um da eben sicherzustellen, dass das keine Armutsfalle am Ende ist. Und da Menschen durchs Rost fallen. So, da natürlich, ja. Aber ich will nur sagen, in ganz vielen Konstellationen, ich habe es aber jetzt nicht sozusagen, bin da jetzt nicht speziell darauf vorbereitet, sozusagen, Ja, in ganz nö. vielen Konstellationen Ist haben wir auch klar. Mechanismen, die diese Gedanken aufgreifen. Ja? Dass sozusagen, also zum Beispiel ganz persönlich, meine Frau, also ich bin ja Richter, sozusagen Beamter, also ne? Meine Frau hat eben viel Zeit oder die Zeit hat sie um die Kinder gekümmert. Na, und die würde ja dann, das ist auch immer so ein Thema, ja, wie ist es denn eigentlich dann mit ihren Versorgungsansprüchen? Und sie hat dann erstmal, sie ist selbstständig, hat keine eigenen Versorgungsansprüche, ist voll auf meine Versorgungsansprüche für den Fall, dass ich dann versterbe, angewiesen. Aber es ist okay. Ne? Also wir kommen, das ist in Ordnung, kommen wir mit klar und kommt sie nach unserer Einschätzung mit klar. Dann, ne? Ist jetzt nicht üppig, aber kein irgendwie existenzielles Thema. Ne? Und deshalb sind ja solche Mechanismen da vorgesehen. Aber wie gesagt, durch den Rost darf natürlich da niemand fallen. Ne? Da sind wir natürlich als Beamte, Sie auch Klar. als Abgeordnete, und so natürlich noch in einer komfortablen Total, genau. Situation, Ja, weil wir einfach auch ein Stück mehr verdienen als andere. absolut, Das muss man absolut. einfach so sagen. Und da Genau. ist der Spielraum da. Ja. Und ich sage mal, von einem guten Gehalt die Hälfte für die Witwe ist immer noch gut. Ja. Schlechter Verdienst die Hälfte für die Witwe Absolut. ist natürlich Genau. Ist ein prekär, Problem. Genau. prekär dann, ne? Genau. Da fällt vieles weg. Ja. Ja, was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt auf die Landtagswahl gucken, was sind eigentlich für die nächste Wahlperiode so die entscheidenden Herausforderungen im Land Niedersachsen, um einfach Ja. das nochmal kurz in den Blick zu nehmen? Wenn Sie vielleicht so drei Punkte nennen könnten, wo Sie aus Ihrer Sicht sagen würden, das sind die Probleme, die müssen wir in der nächsten Legislaturperiode Ja. anpacken. Also die Schulpolitik und die Bildungspolitik insgesamt, von der frühkindlichen Bildung bis hin zur Universitätsausbildung, haben wir über alle Bereiche große Handlungsbedarfe. In der frühkindlichen Bildung, bei den kirchlich getragenen Kindergärten wird Ihnen das bekannt sein, haben Ja. wir Riesenprobleme. Und das geht im Moment zulasten, meine ich, insbesondere der Erzieherinnen. Die sozusagen, das sind hauptsächlich Frauen, die diesen Beruf ausüben, die dort sozusagen es doppelt und dreifach sozusagen mit den Erwartungen konfrontiert werden. Und da müssen Kommunen, Land, Erzieherinnen und Erzieher, Träger, müssen an einen Tisch und sagen, was geht eigentlich, in welchen Zeiträumen, wie kriegen wir dieses System so zum Laufen,
dass es funktioniert. Ich sehe, das läuft vor die Wand, wenn es so weiterläuft. Das Land muss seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Das heißt, sie muss tatsächlich 2/3 der Gesamtkosten tragen und nicht wie bisher so um die 40% nur. Wir müssen die Erzieherinnenausbildung reformieren. Das muss sozusagen attraktiver werden. Und der Beruf muss insgesamt attraktiver werden, was am Ende heißt, wir brauchen mehr Kräfte in den Einrichtungen, damit auch die Erziehung, weil wir reden ja von frühkindlicher Bildung, ja, die Bildungsaufgaben auch wahrgenommen werden können. Dafür ist im Moment vielfach gar kein Raum mehr, oder wenig Raum. Das muss möglich gemacht werden. Schule, Unterrichtsversorgung, großes Riesenthema. Es ist also aus unserer Sicht katastrophal, wobei ich insbesondere auch immer die Gelegenheit nutzen möchte, insbesondere auch den Fokus auf die berufliche Ausbildung zu lenken. Dort ist die Unterrichtsversorgung in der beruflichen, in den berufsbildenden Schulen besonders schlecht. Und das beißt sich halt mit dem, was alle Politiker an anderer Gelegenheit immer gerne sagen, wie wichtig die Berufsausbildung und die duale Ausbildung ist. Klar. Aber wenn dann die jungen Menschen in die Berufsschulen kommen, erleben sie, dass das irgendwie nur die halbe Wahrheit ist, weil die Unterrichtsversorgung eben da schlecht ist. Ich finde, das passt nicht zusammen. Diese Diskrepanz muss dringend schwerpunktmäßig aufgehoben werden. So, und so ließe sich noch einiges sagen. Ich will es aber nicht zu lang machen, weil Sie wollten 3 Punkte insgesamt haben. Ja. Zweites Thema, was ich ansprechen möchte, ist Digitalisierung. Niedersachsen ist, wie Deutschland, muss man leider sagen, noch immer fast insgesamt digitales Entwicklungsland. Wir müssen endlich dazu kommen, dass wir Digitalisierung nicht nur als das Verlegen von Breitbandkabel verstehen. Das ist sozusagen die notwendige infrastrukturelle Voraussetzung. Die, würde ich sagen, muss jetzt ganz schnell überall kommen. Geld ist da, es gibt ein Sondervermögen. Und da muss einfach das muss schneller gehen in der Umsetzung. Aber wir müssen die Prozesse digital denken. Also es gibt ja dieses schöne Beispiel, ne? Ein analoger Prozess digital abgebildet ist immer noch ein schlechter analoger Prozess. Oder ein schlechter analoger Prozess digital abgebildet ist ein schlechter digitaler Prozess. So, Ja, jetzt habe ich es. richtig. So, und das heißt, man muss Ja. neu denken. Und das trifft für die staatlich verantworteten Bereiche insbesondere natürlich Verwaltung. Also, dass man beim Bürgeramt sich einen Termin geben lassen muss, um seinen Reisepass zu verlängern und den dann in 3 Wochen kriegt, um dann wieder noch irgendwie mindestens eine Woche, wenn man den Expressversion macht, warten muss, um dann wieder hinzugehen, um seinen Reisepass abzuholen. Oder womöglich, wie es mir gegangen ist, ich dann noch aufgefordert wurde, meine Geburtsurkunde wieder mitzubringen, weil die Ursprungsgeburt, meine erste Geburtsurkunde, ich in meiner Heimatgemeinde, ursprünglichen Heimatgemeinde Garbsen hatte und jetzt in Neustadt am Rübenberge die Verlängerung meiner Reisepässe beantragt habe. Und mir gesagt wurde, das können wir nicht machen, weil wir brauchen erstmal die Geburtsurkunde. Da sage ich, aber Garbsen hat die doch. Ja, nee, aber das kriegen wir hier nicht rüber. Sie müssen die nochmal einreichen. Ja. Das muss der Vergangenheit angehören, weil diese Daten liegen beim Staat alle vor. Und der Staat sollte nach unserer Überzeugung nur noch das fragen dürfen, was er nicht selber weiß. Und das kann man eigentlich nur durch Digitalisierung abbilden und sicherstellen. Und da müssen wir hinkommen. Und da zwar in Anwendungen, die sehr bürgernah sind, weil es dann für die Menschen auch spürbar wird, welche Vorteile Digitalisierung hat. So, und das Dritte ist, wir müssen ganz, ganz dringend in Planungs- und Genehmigungsverfahren schneller werden. Das erlebe ich im ganzen Land. Also jeder Bürger erlebt das zum Beispiel bei solchen Beispielen wie Personalausweis beantragen und sowas, dass das alles irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist. Aber wir müssen Investitionen in Niedersachsen ermöglichen, auch um die Transformation hin zu einer dekarbonisierten Gesellschaft, also zum Beispiel Energiewende, hin zur strombasierten Produktion in industriellen Bereichen zum Beispiel. Um das alles zu ermöglichen, braucht es Umstellung bei industriellen Prozessen und Anlagen. Und das muss schnell genehmigt werden, geplant werden können und schnell genehmigt werden. Also, dass wir für eine Windkraftanlage locker, also wirklich locker, das ist noch eine durchschnittliche Zeit, 6 Jahre brauchen. Es gibt Beispiele von 10 Jahren. Das ist unfassbar. Ja? Gleichzeitig zu sagen, wir wollen möglichst schnell raus aus fossilen Brennstoffen und Erzeugungsformen, aber ein Windrad dauert 10 Jahre, das geht nicht mehr. Ja, So, und das da müssen wir das ran. ja, das hemmt ja letztendlich die Wirtschaft. Kein vernünftiges Ja, Wirtschaftsunternehmen und wir kann so erreichen lange unsere darauf warten. Klimaziele nicht. Ja, also, Genau, ne, also richtig. wir kommen nicht voran und das ist so, irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, uns ist es lange Zeit sehr, sehr gut gegangen.
Ja, und so recht, es rächt sich jetzt, dass wir uns da zu wohl gefühlt haben und geglaubt haben, das können wir uns immer weiter erlauben. Ne, es ist so richtig, also weil es ist ja nicht neu, die Erkenntnis, dass das zu lang ist. Aber irgendwie hat es niemanden so richtig gestört. Ne? Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo wir echt dringend aufwachen müssen, wenn wir sozusagen eine gute Zukunft haben wollen, mit Blick auf Klimafragen, ja, wenn wir diese Herausforderung bewältigen wollen, dann müssen wir jetzt handeln und auch noch in einem Wohlstand leben wollen, der uns diesen Lebensstil ermöglicht und im Übrigen Vorbild sein wollen, auch anderen Gesellschaften gegenüber, die vielleicht an der Schwelle sitzen, also sind, die sich die aufholen und die gucken, wie kommen wir eigentlich in den Wohlstand, wie Deutschland den hat, weil wir sind unfassbar reich, also im Vergleich, weltweiten Vergleich. Und da wollen andere auch hin und die sehen, das haben die mit fossilen Brennstoffen gemacht. Und wir erzählen denen gerade aus Deutschland heraus, Wir wollen das nicht dass mehr. wir wollen das nicht mehr, Ja, macht das mal mit richtig. erneuerbaren Energien. Die machen das nur, wenn die sehen, dass das funktioniert. Und den Beweis sind wir noch schuldig. Und da müssen wir schneller werden. Die andere Frage, die ich hätte, ist, es gibt ja so bestimmte Dinge, die man auch langfristig planen könnte. Also zum Beispiel bei der Gasversorgung, jetzt werden Hals über Kopf Flüssiggasterminals gebaut, so schnell wie möglich, ausgelöst durch die Krise. Man hätte das ja auch früher schon mehr ausgeglichen machen Total. können. Liegt es vielleicht auch daran, dass wir eben alle 4 Jahre Wahlen haben, dann kommt eine andere Regierung und die Politiker sind gewohnt, nur in diesen kurzen 4 Jahresschritten zu denken. Könnten Also Sie das so nachvollziehen, wenn ich das so sage? ich kann den Gedanken nachvollziehen, würde ihn aber im energiepolitischen Bereich gar nicht so stark sehen. Also dieses Problem der Legislaturperioden sehe das im Wissenschaftsbereich, also im Hochschulbereich viel stärker. Okay. Ja, weil man dort, habe ich immer den Eindruck, eben sozusagen also gerade bei der Wissenschafts- und Hochschulpolitik, da kommen die werden die Erfolge erst wahrscheinlich nach 10, 20 Jahren sichtbar. Und Ja. das ist für viele Politiker super unattraktiv. Ja, weil da wissen die, da bin ich gar nicht mehr im Amt, Da ist ne? man gleich mal Genau, dabei. also das ist so klar. Bei Okay. der Energiewende würde ich sagen, ist eigentlich inzwischen eigentlich ziemlich gut beschrieben, welche Schritte man wann, wie und gehen muss und so, sodass da eigentlich auch viele Zwischenschritte sozusagen im Erfolge gemessen werden könnten, ne? Also bei der Frage LNG sehe ich, ist aus meiner Sicht ein strategischer Fehler gemacht worden, dass man geglaubt hat, wir brauchen das nicht. Man wollte keine LNG-Terminals, weil man Okay. das billige russische Gas gesehen hat und gesagt, LNG ist gar nicht wettbewerbsfähig. Wir haben gar kein Geschäftsmodell für LNG. Und dass deshalb auch in der Politik nicht der Glauben da war, also zum Beispiel ganz konkret bei der aktuellen Landesregierung, sodass eine LNG-Strategie, wie sie es gibt eine Landesinitiative LNG, die hat das vorgelegt, die ist nicht aufgegriffen worden, noch im Frühjahr diesen Jahres, noch vor der russischen Invasion. Ja klar, auf jeden Fall Und davor. na genau, und das hat sich dann schlagartig geändert, weil man gemerkt hat, verdammt, wir brauchen das hier doch. Ja. Und jetzt sozusagen ist LNG die Lösung aller Probleme und hat da wertvolle Zeit in den Jahren vorher und dann verstreichen lassen, dass man diese LNG-Initiativen, die es ja gab und weiterhin gibt, also Stade, Wilhelmshaven, Schleswig-Holstein, Brunsbüttel, dass man die staatlicherseits eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat, weil so richtig überzeugt war man davon eigentlich nicht, dass das eine gute Idee ist und deshalb auch die Infrastruktur dafür, was jetzt selbstverständlich kommt, nicht unterstützen wollte. Nicht so schnell und so und nicht so viel ja. Das ist, glaube ich, da das Problem. Das war weniger die Frage der Legislaturperiode, sondern ich glaube einfach eine strategische Fehleinschätzung. Okay, ja, das kann man nachvollziehen. Das war jetzt ja auch nur Ja, 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 so ein Beispiel, ja. wie man strategisch denkt. Man hätte da ja auch sagen können, einseitig nur auf einen Partner, nämlich Russland mit seinem Billiggas zu setzen. Ja. Hätte einem schon dämmern können, Spätestens ab 2014, ab der Invasion in der Krim. Und danach dass noch man hat man sich die breit Speicher in Reden verkauft. danach, Ja. ne? Und also genau, wir haben es also das und das hat man alles, also und das, also wir können es für uns sagen, weil wir es nochmal nachvollzogen, wir haben damals auch gewarnt, dass das ein Fehler ist.
Und die Gasabhängigkeit von Russland ist noch in dieser Zeit weiter gesteigert worden, obwohl man schon auch gesagt hat, auch damals Kanzlerin Merkel, ah, da müssen wir mal drüber nachdenken, so Ja, ungefähr. Aber es okay. wurde trotzdem gesteigert. Also das sind wirklich schwerwiegende Fehler gemacht worden, muss ich sagen, im Nachhinein. Aber spilled milk sozusagen, ne? Kann man nur daraus lernen, für die Zukunft da anders unterwegs zu sein. Zumindest nicht so einseitig, Genau. dass man verschiedene Möglichkeiten hat, wo man dann auch ausweichen kann und sich nicht Genau. einseitig abhängig Ja. macht. Ja, um zum Abschluss zu kommen und das nochmal zu bündeln, ist die Freiheit noch zu retten? Ist ein liberales, freiheitlich-demokratisches System, ist das das, was auf dieser Welt das Richtige ist? Das kann ja nur eine Obwohl rhetorische Frage sein, genau. große Akteure in der Ja. Welt uns immer wieder predigen, nein, das muss alles autoritär regiert werden, wir Ja, brauchen den starken Mann, wir brauchen den starken Staat. ja. Na, Machen Sie noch mal richtig Werbung genau, dafür, für ja. ein liberales, Also, freiheitliches genau. System, das wir so lieben. Genau, also wir haben das am Eingang gehabt und ich glaube, es schließt Ja. sozusagen den Kreis. Freiheitliche Systeme leben von der Vielfalt der Ideen, dass sie Raum haben, sich zu entfalten, sich zur Geltung zu bringen, in Demokratien dann sozusagen zu Mehrheitsentscheidungen zu führen und am Ende die Idee, hoffentlich ist es die bessere Ja. Idee, die Mehrheit, und die wird dann umgesetzt. Und ich glaube, dass ein solches System am Ende vielleicht nicht immer in der Geschwindigkeit die schnellere ist, ne? Weil viele, manchmal hat man ja, muss mal entschieden werden, da muss man Genau, schnell und da muss man sagen, wo richtig. es lang geht und diese Ja. nervigen Debatten, die ihr immer in den Parlamenten führt und so, das bringt doch alles nichts. Doch, das bringt was. Ich glaube, dass wir am Ende die besseren Lösungen finden, die auch in der Gesellschaft getragen werden. Und ich glaube, dass deshalb demokratische Gesellschaften über die lange Strecke viel resilienter sind, viel durchsetzungsfähiger und am Ende eben auch stärker sind als autoritäre Regime und autoritäre Systeme, die vielleicht mal in der kurzen Strecke den Eindruck vermitteln, sie seien entschlossener und können besser auf Krisen reagieren, aber nicht in der Mittel- und langfristigen Perspektive. Da sind Demokratien, glaube ich, wirklich besser aufgestellt. Großbritannien, gutes Beispiel, glaube ich, für eine lange Demokratie. Die Vereinigten Genau, Staaten haben wir bei auch allen mit dem Schwierigkeiten. Brexit hat Großbritannien da auch eine wunderbare Idee Ja. umgesetzt. Ja, ist genau. Also ist sozusagen, was die Europäische Union angeht und den europäischen Gedanken angeht, natürlich eine Katastrophe. Genau, aber so ist das in Da Demokratien. muss Das man muss das auch man dann aushalten, da muss man akzeptieren auch die und Fehler aushalten, aushalten. genau. Ja, okay, Genau, das sehe ich. wir sehen das als Fehler. Also ich teile das, ne? Ja, Ich sehe das auch als wir sehen Fehler. das, genau. Aber es gibt in Großbritannien, muss man ja Richtig. respektieren, die sehen das, Natürlich. dass sie halten das für richtig. Ich halte das für einen großen Fehler, aber so ist das halt. So, und das muss man eben aushalten. Deshalb, also um kurz zu machen oder kurz zum Schluss zu kommen, Demokratien und sozusagen die Vielfalt der Ideen ist, glaube ich, auf die lange Frist, nicht nur auf langfristig, sondern mittel- und langfristig auf jeden Fall die besseren Lösungen für die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Vielen Danke Dank Ihnen, für ja. die schönen und auch wichtigen Gedanken, die wir hier miteinander teilen konnten. Und ja, wir als Kirche sind ja auch ein demokratisches Gebilde, das einfach sehr viel Wert darauf legt, dass kein Mensch untergeht, sondern Ja. dass jeder Einzelne auch seinen Platz findet, an dem er bestmöglich leben kann. Ne? Und da trifft man sich vielleicht auch irgendwo Absolut. in einem Menschenbild, wo wir sagen, ja, der Einzelne ist wichtig und kein Mensch soll verloren gehen. Das wäre jetzt kein Mensch soll verloren gehen, auch ein bisschen theologisch gesprochen, aber die Politik ist eben auch für den Menschen da Genau. und nicht umgekehrt. Und Ja. das bildet sich in dem, wie Sie es eben sehr treffend charakterisiert haben, eben in diesem politischen System am besten ab. Ja. Vielen Dank, dass Sie sich diese Zeit genommen Sehr haben, hier gerne. mit uns zu Danke Ihnen. sprechen. Dankeschön.